Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind auf dem Sega Mega Drive. Das ist tatsächlich eine PAL-Fassung. Und ich bin mal gespannt, wie viele Leute den Titel wirklich kennen. Das Spiel heißt Ranger X. Ich glaube, der japanische Titel ist, glaube ich, wieder vollkommen anders. Und es ist, glaube ich, auch eins der Games, die, glaube ich, in jeder Top-10-Liste auftauchen, die aber wahrscheinlich, in Wirklichkeit wahrscheinlich nahezu fast keiner gezockt hat. Und man kann schon eins sagen, musikalisch hat das im Gegensatz zu anderen Spielen sicherlich deutlich was zu bieten. Verrückte Busse würden sagen, Moment, da fehlt mir aber noch eine Hupe, aber wer weiß, ist das. So, auf den High Retro Game Nerd ist Verlass, der kennt das. Vielleicht weißt du sogar noch den japanischen Titel. Der ist mir nämlich jetzt gerade entfallen. Der ist nämlich wieder total anders. Hat nämlich irgendwie überhaupt keine Ähnlichkeit. So. Ich glaube, das Game ist tatsächlich Bewitch Hunter. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht günstig, glaube ich. Wenn ich das richtig weiß. So, mal gucken. Rang easy ist ganz gut. Alles andere. Ihr seht, es gibt verschiedene Musiken. Ich weiß, es gibt Spiele, wo man teilweise nur mit zwei Soundtracks auskommen kann, aber es gibt tatsächlich auf dem Mega Drive auch Sachen, wo es mehr Musik gibt. Ich meine, werden wahrscheinlich sich kaum noch Leute vorstellen können, aber gibt es tatsächlich. So, wir starten mal. Ja, der Bewitch Hunter schreibt gerade 140 Tacken. Ja, ja. Also ich weiß, im dreistelligen Bereich ist das Game. Ist leider eins dieser Hidden Gems, aber ist wirklich in Ordnung. Genau. Und der japanische Titel auf den High Retro Game ist Verlass. Ex-Ranzer. So. Dann wollen wir mal. So. Achso, das sind meine eigenen, ne? Brauche ich jetzt nicht rumballern. So. Würdest du mal, also. Hallo? Wir können auch mal unsere Gegner mal abschießen. Wir können natürlich auch jetzt mal warten und das ausdiskutieren, aber ich bin da nicht so ein Kandidat für. Mit mir spricht man ja nicht. Seit 10 Monaten. Autsch. Ah, siehste. Was verschrottet werden kann, muss verschrottet werden. Also ihr seht, für Mega Drive-Verhältnisse ist das gar nicht schlecht designt. Und es hört sich auch wirklich vom Sound gar nicht schlecht an. Also, das geht völlig in Ordnung. Ja, er geht mir ein bisschen auf den Nerven, ihr Vögel in der Luft. Zack, doch. Auch der nächste weg. Also, ihr seht, glaube ich, worum es geht. Hier erstmal die Station wegballern. Mit der Rakete. Ah. Immer mit deinem Backdingens da. Finde ich gut. Dass der mich immer wegschiebt. Kann ich ja gar nicht meine Aufgabe erledigen. Fast nahezu kaputt sind. Na? Gar nicht. Okay. Hm.
Okay, meine eigene Basis. Dann weiß ich auch, warum ich da nicht treffe. Ja, ich war auch der Kandidat, der bei Shoplifter seine eigenen Leute erschossen hat. Ja, ich weiß. Oder machen so, wie dem auch sei. Na komm, weg. Haha. Da triffst du mich nicht. Edge. Okay, da habe ich gar keine Sicherheit. Das ist nicht gut. Aber reicht trotzdem. So. Ja, reicht doch, passt doch. Dass die immer gleich alles kaputt machen müssen in diesen Games. Gar nichts ab, das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Okay, jetzt kriegt er jedenfalls ein bisschen was ab. Aber so wirklich Damage kriegt er nicht wirklich ab. Was ich nicht gut finde. Gar nichts. Na, da wo was leuchtet, passiert auch nichts. Ach so, das Bein. Okay. Gut. Wahrscheinlich jetzt das Cockpit. Jetzt kann ich doch. Nee, kann ich nicht. Das ist logisch, ja. Feuer abweisend oder was? Der Maus halt so. So nicht. Die ist down. Das passt schon. Ah, komm, geh weg. Jetzt bringt das Feuer auch was. Aber auch nicht so wirklich viel. Hey, du bist doch tot. So. Zweite Form. Nö, zweiter Level. Ah, die Musik ist schön. Kein Vergleich zu einem anderen Game. Jetzt kann ich eliminieren. Oder auch nicht. Das ist nicht so gut. Was ein bisschen doof ist, ist die Umdrehphysik, aber... Das seht ihr, die ist nicht ganz so sinnvoll. Ah! Natürlich. Natürlich. Säure und Instant-Tod, klar.
Na komm, gib auf. Wahrscheinlich, weil sie keinen Strom mehr haben. Okay. Boah, das Blödsinn ist. Sag mal, in der Zeit, wo ich hier den Strom wegballer, kann ich die Dinger da auch eliminieren. Aua! Was ist das denn? Hau ab! Da kann ich wahrscheinlich nur in der Form rein, ne? Nein! Fall nicht in die Suppe. Ach, Mist. Na ja, komm, die Continuous kann man auf jeden Fall ballern. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich wieder als Videospiel bezeichnen würde. Was, wie man glaube ich auch sieht, nicht wahnsinnig verkehrt ist. Wieso kriege ich dich nicht kaputt? Tonne. Okay. Ach du Scheiße, das ist auch so ein Giftrotz. Natürlich. Ja, super. Das heißt, da komme ich so nicht durch. Das heißt, da muss ich erst tatsächlich... Das ist ja bekloppt, dann befreie ich noch diese komischen Elektroviecher. Ja, super. Das war so klar. Würdest du dich mal wehren? Danke. Ja, toll, das heißt, dann muss ich jetzt hier irgendwo... Komm ich hier jetzt lang? Komm ich doch gar nicht her. Toll. Okay, jetzt wollen wir mal gucken, wo es da überhaupt weitergeht. Jetzt wird es nämlich spannend. Haben wir jetzt so ein bisschen Metroidvania? Okay. Okay, da ist ein Feind. Das ist schon mal... Blatt. Das war so klar. Ja, gut. Was willst du machen? Sega! Das war Ranger X. Ein Titel, den ich nur empfehlen kann. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ein schönes Ding. Und wirklich auch ein Titel, der sich lohnt. Ihr könnt gerne noch irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Tipps in die Kommentare hauen und dann fange ich Zug um Zug, die abzuarbeiten. Ich bin euer Mr. Venom 1974, das habe ich gerade schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Einfach lernen durch Wiederholung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.